Hallo liebe Zuschauer, heute spielen wir das Spiel Stubidoo. Stubidoo ist ein Spiel, man sieht, mit Quatschgesichtern ist ab 6 Jahre. Dazu braucht man einen Würfel und man hat hier die ganz verschiedenen Teile, die nachher hier an der Brille festgemacht werden. Wer nämlich seine Brille vollständig hat, ein Quatschgesicht fertig hat, der hat das Spiel gewonnen. Alle Teile werden hier platziert, die werden anfänglich befestigt. Das ist relativ einfach, die bleiben auch fix und dann wird gewürfelt. Wenn der Farbwürfel hier, in dem Fall, ich halte es etwas näher, wenn der eine Farbe zeigt von einer Scheibe, dann muss man so schnell wie möglich draufklatschen. Blau. Dann darf man sich ein beliebiges Teil an seiner Brille befestigen. Aber wenn der Quietscher kommt, dann darf ein beliebiger Mitspieler ein beliebiges Teil anhängen. Und dann muss man quietschen. Genau. Und wenn man rot hat, die Brille in dem Fall, dann sucht der linke Nachbar ein beliebiges Teil aus und befestigt es an der eigenen, an deiner Brille in dem Fall. So, dann würde ich mal sagen. An dem Spieler, der gewürfelt hat. Und jetzt zeigen wir ein paar Sequenzen, wie das aussieht und wie die Brille sich im Verlauf der Partie entwickelt. So, konzentriert euch, wo man drauf schlägt. Jetzt war ich schneller. Und ich suche mir gleich hier mal das aus und mache das mal dran. Hier an meine Brille, ich habe mir das ausgesucht. Wie sehe ich denn damit aus? Okay, jetzt sehe ich ja kaum noch was, dann bist du dran. Oh nein! Okay. Ich war auf Elias Hand gelehnt. So. Ich war da drauf. Du darfst einem beliebigen Mitspieler was anhängen. Aber bitte nicht dem Papa, sonst sieht er doch blöd aus. Nein. Bitte den Papa Elias. Was? Keine Krone im Papa aufsitzen. Nein! Ich wollte eine Krone. Ich glaube, du musst was anderes aussuchen, weil die Alina die Krone will. Gibt's noch was? Was? Dann lassen wir die Alina. Ist ja klar, die Krone will das Mädchen. Was soll der Papa aufziehen? Aber nicht die Mädchenhaare, oder? Nein. Nein. Papa das aufziehen. So, wie sehe ich damit aus? Gut? Ja. Okay, dann ist die Alina dran. Jetzt ziehe ich kaum noch was. Die Alina darf sich was raussuchen. Ich glaube, du nimmst jetzt am besten die Krone, oder? Sonst ist die nachher weg. Okay, dann nehmen wir die Krone. Dann schauen wir mal, wie das bei der Alina aussieht. Bei uns stört das nicht, gell, Alina? Soll ich das machen? Die steckt man nämlich gerade so rein. Ist relativ... Ja, der Elias hilft dir mal. Es ist ja auch ab 6 Jahre, das heißt, das macht man dann so rein. Und jetzt zieh sie mal auf, wie du aussiehst. Ist ganz fest. Oh, super. Und jetzt bin ich schon wieder dran in dem Fall. So. Das ist noch Prinzessin, Alina. Ich sehe kaum was. Das nimmt niemand, das ist Prinzessin. Meinst du? Ja, okay. weil die kennst hier oben. Ah, das ist Prinzessin. Okay. Und ich sehe noch Prinzessin. Ich sehe kaum noch was. Das ist noch Prinzessin. Okay, legen wir weiter. Papa würfelt, aufpassen. Oh. Jetzt ist der Elias mal. Jetzt darf der Elias sich eins raussuchen. Aha, ich ahne schon, was kommt. Was hast du dir jetzt rausgesucht? Ah! Die Piraten. Dann sieht es ja ganz komisch aus. Ich sehe was. Wow. Oh. Schnulli. Elias, zeig mal, wie das aussieht. Zeig mal, wie das aussieht. Wow! Also. Die muss ich dran. Warum? So. Der Papa hat jetzt das Spiel gewonnen. Dann schauen wir mal, wie der Papa aussieht. Okay. Und jeder darf jetzt noch sein Gesicht fertig machen. Der Papa hat gewonnen. Und dann macht jeder noch sein Gesicht fertig, wie er das gerne haben will. Das geht relativ einfach. Oh, der Elias, der Pirat. Der Alina helfe ich ein bisschen. Das Spiel ist ja auch erst ab 6 Jahre. Aber für Elias genau das Richtige fürs Quatschen. Das steckt man gerade so rein. Das ist auch relativ stabil. So, jetzt zeig mal deinen Pirat.
Super.